Dimitri, erstmal Glückwunsch zum Sieg jetzt hier. Über 50% auf die Doppel. Ist das Spiel auf die Doppel entschieden worden? Nee, über 50 gecheckt? Also 52 habe ich zumindest eben in den Statistiken gesehen. Oh, das finde ich sehr positiv. Das freut mich wirklich, weil das heißt, dass meine Training, das ich gemacht habe, auch geholfen ist. Ja, Schritt bei Schritt gehen wir weiter. Also ja, dann kann ich sagen, tolle Leistung. Du hast eben bei den Kollegen in Englisch und Niederländisch schon darüber gesprochen, dass du deine Darts, mit denen du heute gespielt hast, erst gestern bekommen hast. Richtig. Wie schwierig war jetzt die Vorbereitung? Weil man will ja trainieren, das heißt, man trainiert mit Darts, wo man gar nicht weiß, oder wo man weiß, dass man die wahrscheinlich nicht im Ali Pally spielen wird. Ja, da hast du recht. Ich habe mit meinem Sponsor geredet, wir haben angerufen miteinander und ich habe ihm gesagt, guck, wir hoffen, dass diese Darts, das ich gerne möchte, auf den genauen Zeit ankommen würden. Aber ich hatte schon mal einen Plan B fertig. Auch er hat gesagt, okay, das ist super. Ich habe natürlich einfach trainiert mit den Gedanken, du musst den Arm locker halten, du musst den Arm den gleichen Wurf behalten. Also ich habe jedes Mal in meiner Training mein Bestes gegeben, gekämpft und ich liebe das. Ich liebe zu trainieren, wenn es gar nicht gut geht, aber wo man in den Kopf richtig arbeiten muss. Und auch den Gefühl braucht man auf der Bühne. Manchmal wirst du dein Bestes geben, aber klappt es einfach nicht. Und dann musst du in den Kopf denken, okay, niemals aufgeben, weitermachen, glaub in dich selber. Egal wie schlimm es geht. Und das ist ganz schön, um auch so zu Hause trainieren zu können. Das hat mich geholfen. Dritte Runde könnte Krzysztof Ratajski warten, auch ein Spieler, ja, der dieses Jahr 6 Plätze in der Weltrangliste abgerutscht ist, bestimmt auch nicht sein bestes Jahr hatte. Was rechnest du dir da aus? Natürlich kann da auch jemand anders kommen. Aber Ja, ganz genau, was du sagst. Es könnte Ratajski sein, es könnte auch der Sieger von Ratajski sein. Ich weiß auch gar nicht, gegen wen er spielen muss, aber das ist für mich auch nicht wichtig. Für mich ist es wichtig, ich gehe nach Hause, ich habe extra 10 Tage, ich werde wieder ans Board gehen, ganz viel trainieren und Kopf leer machen und alles erwarten von egal welchen Gegner, das ich bekomme. Wie viel Druck spürst du aktuell? Weil wir kriegen ja immer wieder mit über dich, über Kim, wie populär Dart gerade in Belgien ist. Also wie sehr ist das auch als belgische Nummer 1 so dieses, ich möchte sehr gerne das auch für die Menschen tun, damit der Sport noch größer wird und so weiter. Ja, da hast du recht. Mein Gedanke am meisten ist, ich möchte meine Familie und meine eigene Familie, meine eine Tochter und Frau, ganz stolz machen. Also ich möchte für den jedes Mal wieder gewinnen. Aber einen großen Teil möchte ich natürlich es noch weitermachen, noch besser machen für belgische Dart, weil es gibt so viele andere Leute in Belgien, jung als Min, also Männer, Frauen, die Talent haben. Also ich hoffe in dem Fall, dass ich und die anderen belgischen Spieler, die Profis sein, dass sie es gut machen, um diese anderen Leute die Chance zu geben. Ich fühle eigentlich selber keinen Druck, weil ich weiß, wenn ich meine Arbeit mache, kann ich gegen jeden gewinnen und sonst bleibe ich mir fokussieren auf diese wichtigen Kreise, die ich rund um mich habe. Ich danke dir, schöne Weihnachten, viel Erfolg für die nächste Runde. Frohe Weihnachten für jeden, Dankeschön.